Leider beginnt meine erste Sendung mit keinen guten Nachrichten, denn ein Großbrand hat heute Nacht ein Wirtschaftsgebäude in Techelsberg völlig vernichtet. Die Feuerwehren konnten aber zumindest das angrenzende Wohnhaus vor den Flammen retten. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Kurz vor Mitternacht steht das Stallgebäude in Techelsberg im Vollbrand. Die Flammen hatten sich binnen Minuten auf das gesamte Gebäude ausgedehnt. Entdeckt wurde der Brand von den Hausleuten. Eine Tochter wurde vom Knistern des Feuers geweckt. An die 80 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Sie mussten vor allem ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus der Familie verhindern. Der Abstand beträgt nur 10 Meter. Sämtliche Wasservorräte wie Tankwagen, Hydranten und Deiche wurden angezapft. Die Problematik, was am Anfang war, sind die langen Zubringerleitungen, weil wir zwar Hydrantenversorgung haben, aber dort trotzdem sehr weite Strecken zu bewältigen haben gehabt. Der Schaden beträgt mindestens 60.000 Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.